Servus, let's play Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind im Grab des Propheten angekommen. Jedenfalls in der Oase des Propheten, nicht im Grab direkt. Und suchen einen Weg rauf in die Grabstätte. Und Trinity ist uns schon auf den Fersen. Oder besser gesagt, sie wissen gar nicht, dass wir erinnern sind. So, aber jetzt. Drei Schüsse. Drei Volltreffer. Ah, leider nur ein Volltreffer. Jo. Sauer's aber. Da wollte sich doch direkt einer verstecken von mir. So gibt es aber nicht. Und los. Ah, ja. Und schwupp. Natürlich schaffen wir das auch. Ja, dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Warten da. Okay. Schaut nicht so vertrauensvoll aus. Also, ob wir es nicht wüssten, dass da irgendwo nicht. Ja. Hättest gerne. Und selbst die sich, ich kann mir die schon vorher auslesen. Natürlich kann man das nicht. Ja, genau, super, ey. Sonst noch Wünsche? Gleich zwei. An die Deppert. Hämmerer. Danke. Okay. Hat ein kleines Eckerl gemacht im Bild. Wo sind wir denn da? 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 Wir haben nicht viel. Was war das? Achso, das war immer noch die Herausforderung. Relikte. Warte mal, was sollte man da noch finden? Die Herausforderung, ein Relikt und zwei Dokumente sollten wir noch finden. Na, das ist ja schön. Das freut mich ja gleich. Hallo? Solche Fallenhunde machen da gleich beinhart Pause. Ich glaube, wir sollten das einmal überschießen. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber. Nö, keinen da. Warte mal, bevor das Wasser da. Okay, das hat gar nichts gebracht. Ist hier irgendwas? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab Münzen! Die sind einfach so am Boden gelegen. Ja gut. Da sehe ich eigentlich nur mehr das da. Na, raus hier! Geht doch. Warum soll ich meinen Überlebensinstinkt? Ja, ich drück ihn ja eh. Ja, ich weiß es, dass ich da wieder raufspringen muss. Und weiter. Oh, wow. So. Bin ich da raufgesprungen. Und habe ich auch ohne Überlebensinstinkt geschafft. So, wenn mir das overschwappt, deswegen jetzt natürlich nicht mehr. Oder doch? Natürlich, eins der ersten Sachen, die wir machen, wenn wir in einem alten Grab sind, ist zuerst einmal gleich das ganze Grab unter Wasser setzen. Ganz wichtig. Gefunden.
Okay, ich glaube, wir haben da irgendwo eine Kleinigkeit ausgelassen. Natürlich. Und genau jetzt tauchen sie auf. Und keiner hat sie gesehen. Sprengsätze legen! Warum? Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aha. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ja, wer da wohl drinnen ist? Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Okay. Was? Wann hat's denn das gemobst? In Deckung! Warum? 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 Warum muss man das immer sprengen? Okay. Ah, ich kann sprinten. Das schauen Sie mal einer an. Ui, ja! Ich verstehe nicht, warum muss man immer die Grabstätten sprengen? Und warum geht es immer aus, dass sie da was... Ja. Hoppala, das wollte ich eigentlich nicht. Hopp! Und hopp! Ja, geschafft! Aber nur fast! Aber nur sehr, sehr fast! Ui, 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 ui. Ups! Wow, wie geil! Hoppala! Habe ich erst irgendwie übersehen. Da tat sie sich vor mir ein Loch in den Boden auf. Oh, geschafft. Okay, das erinnert mich definitiv an Indiana Jones. Was ist das? Croft-Anwesen, Surrey, England. Jonah! Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin.
In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Au. Oh. Okay. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch. Wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Hä? Jonah. Nö. Woher hat sie das gewusst? Okay. Au. Nachlaufen, Scheiße, Tipp. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Seit wann sind Jonah und Lara so gut befreundet und was ist aus Sam geworden? Das war doch die beste Freundin. Oh, hallo. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah. Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Genau. Also gut, sie hat überlebt. Ich hätte gesagt, nein, das überlebt keiner, aber bitte... Wir sind einmal... Es dürfte ein bisschen kalt sein. Puh, da rennt mir auch gleich die ganze Laut auf, wenn ich nur an den ganzen Schnee und Sturm denke. Ich kann nicht springen, ich kann gar nicht. Mich bewegen. Ja, durch den Schnee, durch. Es ist nicht wirklich leicht. Du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Wo? Oh! Ja, das ist natürlich Suppi! Okay.
jetzt Feuer machen. Puh. Das sagst du mir bei dem Wind. Sammle Material für Feuer. Aha. Okay, aha. Nicht genug für die Nacht. Da wird das Ganze nicht reichen. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Jo, das heißt ja nicht, dass nicht. Oh, hallo. Frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas nützt. Oh nö! Zurück zum Camp. Ich habe Hörner und ein bisschen Leder. Wie wird uns das weiterhelfen? In dem Wind kann niemand eine Feier machen. Entschuldigung, unmöglich. Und mit was zündet das an? Ein Big-Feuerzeug. Natürlich sieht man das nicht, mit was das anzündet, weil das. Da müssten sie sich erklären. Ja. Oh, geil. Ein schöner Unterschlupf. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Okay. Ah. Eine Bürgen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay, wir konnten das also upgraden. Oh, das können wir also auch upgraden. Cool. Okay. Waffe wechseln? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Alpha-Raubtier, cool. Nachtschatten, cool. Unsterblicher Wächter. Bastion der Hoffnung, Expeditionsjacke, Lederjacke, nein. Sibirischer Waldhüter, Schattenläufer, antike Vorhut. Sperrbar. Ich gehe einmal zu Alpha-Raubtier. Schauen wir es einmal kurz durch. Wow, schaut das geil aus. Ich glaube, wir bleiben mal bei dem. Cool. Fähigkeiten. Ah, das kann man auch wieder. Kämpferfähigkeit, Jägerfähigkeit, Überlebender. Schnelle Herstellung. Herstellung, nein. Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Das ist natürlich nice. Brandbomben, Leichtfuß. Aha. Erhalten Sie durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und... Also ich würde mal... Feinde, das würde ich mal nehmen. Weil wenn man mehr EP kriegt, können wir da länger. Sind wir da... Plündern. Ah, da könnte ich Pfeile bergen. Oh, ja. Ja, die Munitionsmenge, das war beim letzten Mal auch nicht wirklich ein Problem. Ihre glühen, okay.
Okay, na, das brauchen wir jetzt dann auch nicht wirklich. Kämpfe, Nahkampfangriffe wäre wieder weniger Schaden. Okay, das wäre sicher nicht schlecht. Weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Okay, also jetzt müssen wir unbedingt den skillen, das ist wieder dieser Ausweichkonter. Also den Ausweichkonter müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Der Inhalt zum Herunterladen, Blutsbande, wurde erst freigeschaltet und kann jetzt halt über das Hauptmenü geöffnet werden. Hier sollte es ja auch DLCs geben. Also das werde ich mir dann anschauen und dann schauen wir mal, wenn das Let's Play vorbei ist, ob wir da noch was mit den DLCs machen können. Okay, ich setze mich trotzdem mal wieder zum Feuer. Gut, meine lieben Freunde, ja, hab vergessen die Webcam zum Einschalten. Meine lieben Freunde, das war's für diese Folge. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Kalten und das könnte zusätzlich eine Herausforderung sein. Wir werden sehen. Wir sind wieder auf Null angekommen, schießen wieder mit Pfeil und Bogen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wo wir sind, wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich, wieder mit Lara unterwegs zu sein und zu erkunden und alles Mögliche. Wird spannend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit au, servus mit Vogel V.